Hi, oh meine Freunde, herzlich willkommen zum Champions League Rückspiel. Real Madrid wartet im Santiago Bernabéu auf uns und der FC Bayern München hat sich scheinbar wirklich durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob die noch spielen, aber wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Wir müssen hier in Madrid treffen, sonst sind wir draußen. Das wäre wirklich scheiße, wenn wir hier wirklich nochmal rausfliegen. Heute spielt Sturridge leider nicht mit, der ist nicht mehr in der Lage dazu Fußball zu spielen, weil er einfach keine Kraft mehr dazu hat. Dafür spielt Aubameyang in der Spitze und Waldschmidt kriegt auch seine Chance, der hat ja in den letzten Wochen immer sehr, sehr guten Fußball gespielt. Deswegen lassen wir ihn heute ran. Auch Robben spielt heute von Anfang an. In der Hoffnung, er kann uns mit seiner unfassbaren Brillanz und unfassbar guten Fähigkeit am Ball den Sieg bringen. Und im Idealfall kassieren wir auch gar kein Gegentor mehr, sonst wäre das sehr, sehr schlecht. Ich hoffe auf Waldschmidt und Aubameyang da vorne, unter anderem Sturm mit Robben, weil das einfach schnelle Leute sind, die auch extrem torgefährlich sind. Deswegen hoffe ich einfach, dass es funktioniert, dass es irgendwie funktioniert. Ronaldo wird hier von Matuidi abgefangen. Und Aubameyang jetzt erstmal auf der rechten Seite unterwegs. Und in der Mitte steht keiner. Da kommt Aubameyang eingelaufen. Aubameyang, da ist es! Das so wichtige Auswärtstor. Super gemacht von Waldschmidt. Dann ist der Ball im Tor. Unfassbar wichtig, unfassbar gut gemacht. Und jetzt weiter so, Jungs, weiter so. Aber aufpassen, die Real Madrid-Offensive ist natürlich hart. Denn da wäre schon fast der Ausgleich gewesen. Und dann hätten wir ein richtig heißes Ding hier. Also ein Unentschieden sollten wir hier auf keinen Fall holen. Im Idealfall einfach nur ein Sieg. Einfach. Nur. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wieder langer Ball auf Aubameyang. Das scheint zu funktionieren. Der Schuss war auch nicht schlecht. Genau das meinte ich. Wir müssen dann die weiten Bälle auf die schnellen Leute spielen, damit die dann die Tore schießen können. Weil eben die Verteidiger wie Pepe auch nicht mehr die jüngsten sind, auch nicht mehr die schnellsten sind. Die kann man dann ganz schnell mal überlaufen. Waldschmidt. Aubameyang. Ein Robben probiert zum Casillas, pariert. Rooney. Wird umringt von vier Leuten. Da ist Rodriguez komplett alleine. Schießt aber nur vorbei. Zum Glück. Oh, Matuidi. Fehler bei der Annahme. Rooney.
Bis jetzt führen wir ja noch 1-0. Das kann sich aber alles ganz, ganz schnell ändern. Das könnte schon eine gelbe Karte geben. Die gibt's auch. Abeloa sieht hier gelb. Jetzt probieren wir es mal so. Das ist gar nicht schlecht. Oh, fuck. Das wäre es gewesen. Gut gemacht von Klein. Halilovic. Hat er die Nerven, aber trifft das Tor leider nicht. Der Bräune. Wir gehen mal mit diesem 1-0 in die Pause, was uns bis jetzt noch ein bisschen in den Arsch rettet. Was könnten wir jetzt ändern? Was können wir ändern? Ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich passt das ja, aber Aubameyang hält eben nicht mehr viel durch. Nicht mehr viel aus. Deswegen würde ich sagen, bringen wir Gareth Bale da vorne rein. Sturridge ist mir nicht koscher genug. Der Bräune bringen wir raus und Hummels nehmen wir raus. Für Joel Matip. Dann sollte das eigentlich reichen. Hoffe ich doch. Jetzt haben wir in der Offensive nur Linksfüßer. Finde ich lustig. Eigentlich sind alle Stürmer bei uns nur Linksfüßer, außer Ibrahimovic. Und eben Aubameyang, aber das ist ja kein Stürmer in dem Sinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war gerade nochmal Glück im Unglück. Robben hat die Möglichkeit zum 2-0. Wieso schießt er da mit rechts? Wieso zur Hölle schießt ein Robben hier mit dem rechten Fuß? Werd's wohl niemals verstehen. Rooney. Ronaldo. Fehlpass. Immer noch Real Madrid. Ronaldo flankt. Matip köpft ihn erstmal raus, aber es geht direkt weiter. Und jetzt haben wir das Ding hier erstmal geklärt. Bale kann sich nicht durchsetzen. Aber wir kriegen immer noch den Einwurf. Und Isco. Ein Defensiver geht, ein Offensiver kommt.
Oh je, Fehlpass. Fehlpassmöglichkeit zum Konter. Waldschmidt. Lässt da Pepe stehen. Waldschmidt! Super, super wichtiges Tor. Erstes Tor in der Champions League für ihn und wahrscheinlich das Wichtigste. Der macht uns hier eventuell den Sieg und den Finaleinzug in der Champions League klar. So Nerven brauchen wir erstmal, dass man da an Pepe vorbeisprintet und aus vollem Lauf den Ball noch an Iker Casillas den Ball ins Tor schiebt. Unser Ziel ist es einfach nur noch, den Ball ganz weit weg vom eigenen Tor zu halten. Boah, Ter Stegen ganz, ganz stark. Rooney geht jetzt. Contrao kommt jetzt rein für Avelor. Rooney ging, glaube ich, auch noch raus. Für Berkey. Das soll vielleicht irgendwie eine Motivation sein. James. Aber Ter Stegen wieder hervorragend pariert. Wow. Kontermöglichkeit. Fehlgeschlagen. Marcelo. Ball erstmal weg, aber es geht direkt weiter mit Khedira. Und wieder Ter Stegen. Perfekt auf den Fuß von Bale, aber der kann ihn nicht kontrollieren. Und wieder Ter Stegen. Gareth Bale. Probiert's mal, aber verzieht. Aber das ist auch scheißegal, denn wir sind höchstwahrscheinlich im Finale. Champions League zum zweiten Mal in Folge jetzt. Das wäre schon was. Und dann treffen wir auf die großen Bayern. Das kann ja was werden. Im letzten Jahr war es Juventus, der italienische Meister, der italienische Rekordmeister, in dem wir gescheitert sind. Und jetzt wird es der deutsche Rekordmeister, der deutsche aktuelle Meister. Also auch nicht gerade viel einfacher. Jetzt hat Bale aber nochmal die Möglichkeit, hier den Deckel drauf zu machen. Gareth Bale ist komplett alleine. Gareth Bale ist komplett alleine und hätte den Ball hier noch schön reingechippt. Und damit gewinnen wir dieses Spiel und sind im Finale der Champions League. Höchstwahrscheinlich gegen die Bayern, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es wird eben wahrscheinlich gegen die Bayern sein. Das erfahrt ihr noch früh genug. Die Premier League tun wir, glaube ich, simulieren den Rest.
weil das spielt nicht mehr so die Rolle. Da haben wir eigentlich die Meisterschaft schon sicher. Und ja, wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann und ciao.